Hallo Leute und Pappnasen und Schlawiner und Hiopais. Sagt man das überhaupt heutzutage noch? Ich denke nicht, oder? Ich meine, wäre nett sein, hätten noch irgendwie so jemanden Schlawiner oder Hiopai oder so. Das ist irgendwie, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist das irgendwie total komisch. Na gut, okay. Ich habe mal was eingeblendet, wie ihr da seht. Ja, unter mir. Ich bin auch wieder zurück zu OBS gegangen, weil mir das mit GX Story einfach zu lange gedauert hat. Und mit OBS geht's eigentlich auch. Und es geht schneller und es ist angenehmer und ich kann sowas machen, wie was man da unten sieht. Und zwar seht ihr da jetzt, wenn ich jetzt heranzoome, seht ihr dasselbe wie ich, nur ein etwas kleiner. Und wir sind da stehen geblieben. Beziehungsweise, also hier bei diesem Gebäude da. Bin verstehen geblieben. Ich gucke gerade total doof eigentlich. Ich sollte vielleicht dahin gucken, wo ich selber auch ein bisschen mehr was sehe. Ich muss nur ein bisschen weiter ranzoomen, dass ich ein bisschen was sehe und dann klappt das Ganze auch wunderbar. Jetzt muss ich nur mal nach oben gucken. Okay, okay machen. Aha. Aha. Und dann sehen wir da ein Gebäude. Wahnsinnig. Ist ja echt ein Traum. So, ich habe das eingefügt, damit ihr mal wieder ein bisschen seht, woran ich überhaupt arbeite. Ja, und wie ihr jetzt hier seht, ich hoffe, es laggt nicht, weil Google Earth frisst extrem viel Performance, wenn man dabei aufnimmt. Das habe ich im Stream gemerkt, dazu komme ich aber gleich noch, weil ich dazu noch was sagen möchte. Und ja, aber ihr könnt jetzt mal sehen, hier, das ist das Originalgebäude. Und das ist das Gebäude, was ich gebaut habe. Und ich würde sagen, es sieht an sich ganz okay aus. Also es ist, man erkennt es auf jeden Fall wieder, ich meine, man erkennt es wieder. Aber was ich gesehen habe, ich habe letztens ein Video gesehen von Dissonant, die mauern die Treppe zu. Dieses Gebäude, also hier, der Transporter hier, dieses Ding hier, das geht jetzt hier hin. Also das geht jetzt hier raus, so wie ich es fast am Anfang hatte. Haben sie mir das abgeguckt oder was ist da los? Naja, okay, auf jeden Fall, wir sind aber hier bei diesem Gebäude stehen geblieben. Also beziehungsweise ich bin da stehen geblieben im Livestream und ich sehe gerade, da ist noch ein RK. Ach, da ist noch ein Gebäude. Ach, hallo. Ich meine an, da ist ja sogar noch ein Gebäude. Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ja gut, okay, ist nicht so tragisch, dann machen wir das ein bisschen größer. Weil kleiner kann ich es nicht machen, wie ihr seht. Gut, okay, wir sind auf jeden Fall hier stehen geblieben. So, zum Stream will ich nochmal kommen. Also viele waren nicht da, es gab aber auch am Anfang ein paar Schwierigkeiten, muss man sagen, weil irgendwie meine... Also an meiner Leitung lag es nicht, ich glaube, mein Rechner hat mehr Faxen gemacht. Dadurch hatte ich der Stream um eine circa halbe Stunde verspätet, was natürlich jetzt auch nicht so doll war. Und lang ging es auch nicht, weil die Hitze, die war echt so abartig, ne? Ey, das war so abartig warm. Das hat man ja nicht ausgehalten. Und ja, also für die Leute, die jetzt nicht dabei waren, aber es interessiert hatte oder ich weiß es nicht oder ne, also wie gesagt, viele waren da nicht da. Wir haben halt hier das Gebäude so gesehen gemacht. Also das hier. Und mehr eigentlich auch schon nicht. Also ich glaube, Dissonant ging auch nicht lange. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so ging es. Nur weil das halt hinterher auch irgendwie, ich weiß nicht, was los war. Irgendwas hat mit meinem Rechner auf jeden Fall nicht gestimmt. Und dadurch hat sich das halt auch verschoben. Und dann gab es auch am Anfang ein paar Macken und so. Hinterher ging es dann. Dann haben wir hinterher noch ein bisschen Isaac gespielt. Und ja, aber wie gesagt, viel war nicht los. Also, naja, ist schade. Aber war auch irgendwie abzuwarten. Weil, wie gesagt, so bei der Zahl an Abonnenten, die ich habe... Und, ne, da ist das schon an sich irgendwie logisch, dass nicht so viele zuschauen. Ja, daher ist es okay. So, das Problem ist jetzt nur, dass es jetzt hier ein Rechteck, also ein Quadrat und nicht rund. Aber ich denke, das kann man verkraften. Weil wir werden sowieso Probleme haben, hier wieder Fenster reinzukriegen. Das wird dieselbe Scheiße wieder hinten. Und ich gehe davon aus, dass wir, wir arbeiten jetzt hier noch ein bisschen dran, aber ich gehe davon aus, dass wir nicht lange hier dran arbeiten werden, weil ich einfach höchstwahrscheinlich, sagen wir mal, die Nerven nach einer Zeit nicht mehr haben werde, um das Dach oder, okay, das Dach ist hier aber ein bisschen einfacher, muss man sagen. Das ist eigentlich einfach nur eine runde Kugel. Eine runde Kugel zu machen ist an sich okay, man könnte es wie mit den Slabs machen. Oder man versucht es ein bisschen authentischer zu machen und dann mit den Karten da wieder zu arbeiten, hier die Rundung. Aber wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Wir machen heute aber, also beziehungsweise wir machen hier jetzt erstmal weiter. Das ist jetzt erstmal das Hauptding. So, ja, was ich hier noch machen könnte, ich könnte das hier jetzt so gesehen noch ein bisschen dicker machen, dass das noch ein bisschen weiter nach oben geht.
So ungefähr, dass man dann sagt, die Reihe nicht. Und dann macht man hier halt die Fenster hin, so. Und dann passt das eigentlich schon mehr oder weniger. Wird ganz gut dahin, so. Tja. Weil die Fenster sind nicht so groß und da werde ich auch Schwierigkeiten haben, weil das nicht ganz passt. Der Platz ist hier auch ein bisschen zu klein für Minecraft. Ging es da um, was mir nicht passt. Ich kriege das hier nicht mittig, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, weil das hätte ich schon ganz gerne mittig. Aber was ich auch jetzt gerade sehe, wir könnten mehr oder weniger die Striche da andeuten. Sieht man das auf dem Bild bei euch? Ich kann noch mal ein bisschen weiter, weiter ranzoomen, kann ich leider nicht. Da sind so komische Querdinger. Müsst ihr, auf Vollbild weiß ich nicht, vielleicht erkennt man das auf Vollbild, ich weiß es nicht. Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall sind da so komische Querdinger und die könnte ich eventuell damit wegmachen. Zumindest versuche ich es. So. Also ja, da, so könnte ich ein Fenster reinmachen. Werde ich auch machen, aber ein Dreierfenster sieht schnieker aus. Das sieht schnieker aus. So, dann machen wir die geriffelten rein. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, ich habe eindeutig das falsche Modpacket genommen. Zum Beispiel TechKit. Irgendwas mit Tech hat wesentlich mehr, oder auch Feed the Beast, hat wesentlich mehr auch Steine. Dadurch, dass man halt, dass es halt ein Technik-Modpack ist und kein Roleplay-Modpack ist, hat es einfach an sich mehr, auch Blocks zu bieten. Und das wusste ich nicht. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht hier gemacht. Attack of the B-Team hat auch mehr, das hat auch wesentlich mehr Modpacks drin. Aber wie gesagt, da das könnte ich noch so machen, dass ich das halt so da so gesehen halt ein paar raussuche und die dann hinterher noch hier einfüge. Das ist ja kein Thema. Nur ist das Problem halt einfach, dass viele nicht in dieser ich weiß es nicht, wie nennt man das nochmal? Version? Genau, danke schön. Gibt. Weil es gibt viele Modpacks, die erst, oder es gibt Modpacks, die eigentlich so an sich nicht weitergemacht werden. Was Laberstaffel? Schmal schon wieder. Ich meine Modpacks, die an sich neuere nur gibt und die alten an sich nicht mehr gibt. Und ja, es ist schade, weil ich hätte schon ganz gerne noch so ein paar Dinger. Oder ich finde den Namen nicht richtig raus oder so. Ich weiß es nicht. Kein Braun. Ich brauche ein Rot. Der rote Stein. Da ist der rote Stein. Naja. Deuten wir zwei Fenster an. Mehr wird hier, denke ich mal, nicht so drin sein. Dann machen wir das. Machen wir das so. Ah, das da oben machen wir nicht. Wir deuten das nur so an. Ah, sieht jetzt nicht so wahnsinnig toll aus. Ich weiß, Leute. Aber das ist so eine Ecke, wo ich mir denke, komm, da guckt sowieso keiner hin. Das ist so eigentlich auch nicht so wichtig. Ich meine, ich war jetzt viermal ungefähr in Disneyland, bald das fünfte Mal eventuell. Und ich war noch nie in dieser Ecke hier. Noch nie. Wir gehen hier hin. Lass mal ganz ehrlich, was will man denn hier? Das verstehe ich nicht. Aber nun gut, okay. Ja gut, das ist ein Souvenir, glaube ich, Shop oder so, ne? Was steht da drauf? Rainbow oder irgendwie sowas? Guck mal da, ich kann auch weiter dran zoomen. Jetzt seht ihr da. Da ist die Maserung. So, aber nun gut. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier erstmal weiter. Also ich sehe nicht, wie gesagt, mal, wie ihr jetzt seht, ich sehe nicht, ob das hier was raussteht oder so. Ich habe jetzt auch kein Bild davon. Ich werde es mir jetzt mal so oder mehr oder weniger versuchen zu denken, wo es rausstehen könnte und wo nicht. Und ich denke, also wenn ich mir das Bild so ein bisschen näher angucke, könnte es ganz gut möglich sein, dass hier ein bisschen was rausguckt. Und daher machen wir das jetzt einfach so. Genauso wie hier wird es wahrscheinlich auch so. Ja, so, hier so, ne, hier so. Das dicke hier. Ja, machen wir aber dann so. Machen wir so und den verbinden wir so. Ja, weiß ich noch nicht. Machen wir hier mal komplett runter so. Oh, da backt es jetzt rum, das ist ein bisschen doof, aber das könnte man ganz schnell lösen, indem wir. Machen wir das so. Nee, wir machen das andersrum. Wir machen das so und den weißen Klotz dahin, wenn ich den finde, da. Ah, tu den noch nicht weg, wenn du den noch brauchst. Glas brauchen wir jetzt erstmal nicht. Nein. So. So machen wir das auf der anderen Seite auch. Nope. Okay. Ja, dann
Gut, das da. Okay, wir machen das weg. Ups. So, jetzt habe ich das Glas weggemacht. Wir brauchen kein Glas mehr. Naja, was soll ich dazu sagen? So. Es wird jetzt am Dienstag eventuell nochmal einen Livestream geben, aber wir werden kein Minecraft spielen, deswegen werde ich das jetzt hier nicht groß ankündigen, weil hier, wie gesagt, mehr die Minecraft-Leute halt zugucken. Aber wie gesagt, es wird kein Minecraft-Stream geben. Wir spielen nämlich Hearthstone. Und Hearthstone, ich glaube, hier spreche ich die Falschen für Hearthstone an, daher will ich da jetzt keine große Ankündigung machen, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es halt hier die Minecraft-Leute sind und die Hearthstone-Leute. Und wenn ihr die Hearthstone-Leute sind, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall spätestens jetzt Bescheid. Vor allem auch noch, bevor ich es überhaupt gesagt habe. Nee, doch, Hearthstone-Part kommt vorher. Vom Minecraft, da wurde es schon gesagt. So, gut, hier möchte ich ganz gerne auch einen dunklen Stein drin haben, so ein bisschen. So, hier so und hier so, ja auch. Ja, einfach nur der Schönheit wegen. Und jetzt machen wir das aber mit den weißen Dingern wieder zu, damit das halt so aussieht, als ob da so, ihr seht das ja da, ne, hier das hier. Moment, komm, nein, da, seht ihr das da unten, das hier? Das da versuche ich gerade zu machen. Und ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. So. Ja, das sieht ganz okay aus. Das sieht ganz okay aus. Was ich aber, denke ich mal, ändere, ist das hier weg. Haben wir den eventuell in einem kleinen Viereck? Ich sehe, ja, da haben wir es. Haben wir sogar tatsächlich. Krass, scheiße. Was ist da los? Was ist da los? Machen wir das so. Und es regnet. Ja, wunderbar. Regen aus, Sonne nochmal an. Einfach nur so, sonst verpeile ich das wieder. Und dann wird es so dunkel und dann sieht man nichts mehr und das wollen wir doch nicht. Oh, wunderbar. Hier kriege ich keine drauf, das ist ein bisschen doof. Aber naja, okay. Ja, wie ich das da mache, weiß ich auch noch nicht. Ihr seht ja da oben dieses Muster. Ich glaube nicht, dass es so ein Muster gibt. Ich bin ein Problem, aber ich meine nicht. Oh, guck mal hier. Hier kommen sogar noch nicht mal Dings hin. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich in den Karten da diese komischen Säulen da reinmache? Wie sieht das denn aus? Ja, funktioniert sogar. Aber ich brauche die anderen. Ich gebe nochmal so extra schräge. An, wer ist geschrieben? So. Zumindest hatte ich die letztes Jahr im Inventar. Wieso hatte ich letztens einen schrägen im Inventar? Wie habe ich das denn hingekriegt? Wie habe ich einen schrägen, also einen liegenden Balken hingekriegt? What the fuck? Ah. Wollte ich aber nicht haben. Warte mal, Pillar. Nein, ich will den liegend haben. Ich weiß nicht, wie ich den liegend gekriegt habe. Wie habe ich den liegend in meinem... Ist das so ein Ding? Ja. Warte mal. Nein, warte mal, werfen wir den weg. Ist der jetzt liegend? Ja, guck mal da, jetzt ist er liegend. Funktioniert das jetzt? Nein. Aber wieso ist der dann... Guck, jetzt ist er, wenn ich den... ich kann ja gar nicht mehr... Fuck. Ich verstehe das nicht. Das ist dann doof. Ja, dann will ich das nicht. Das passt ja dann nicht. Nee, das finde ich nicht nett. Das sieht ja... Nee. 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 Das sehe ich nicht ein. So. What time is it denn? 13 Minuten. Ich werde die Parts übrigens wieder in 15 Minuten Parts zurücksetzen. Weil das einfach angenehmer ist. Sprich, die Parts werden jetzt nur noch 15 Minuten gehen. Und ja, es ist halt so, Leute, es ist halt so, auch Disneyland, weil, wie gesagt, wenn, werde ich es in einem Stream weiterbauen oder halt irgendwo anders oder offscreen oder so, ich weiß es nicht, irgendwie, irgendwo, irgendwann, lalalala, werde ich es machen, so. Kann ich die da hinlegen? So, ne. Kann ich die hier da so hinlegen? So. Nee. Ist ja scheiße. Aber kann ich hier... Nee, das sieht ja auch kacke aus. Na, dann bleibt das halt so. Weil hier oben ist ja noch so ein Ding da, seht ihr ja. Aber das kriege ich nicht hin. Ist ja auch nur ein Fenster. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben ja nur ein Fenster anstatt zwei. Aber naja, was soll man machen? Man kann halt nicht alles im Leben haben, ne? Entweder haben wir nur ein Fenster oder gar kein Fenster. Ganz einfach. So, dasselbe machen wir jetzt hier auch noch, auf der anderen Seite.
Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass ich diese geriffelten Muster hier nicht hinkriege. Ja, hier wird es jetzt noch ein bisschen enger. Noch enger. So wenig Platz. Nee, das will ich nicht. Du verarscht mich. Ach, du bist liegend, bist aber nicht liegend. Bin ich doof von dir. Bin ich nicht nett. Stein. So. So, wunderbar. So muss das sein. So muss das und nicht anders. So, wie machen wir das denn hier jetzt? Wie machen wir das denn jetzt hier? Ich glaube, wir verkürzen das Fenster um ein. Tun hier noch eine weiße Schicht drauf und tun dann diese grauen Sachen wieder hier rein. Aber hier kommt nur einer hin, da kommt nur einer hin. Und ja gut, okay, dann müssen wir das hier komplett dicht machen. Aber es ist besser, als die Andeutung überhaupt nicht drin zu haben, würde ich mal behaupten. Daher passt das schon. Ich mache das jetzt einfach mit den Einer-Blöcken. Warum, fragt ihr euch? Weil ich es kann. Aber es dauert mir ein bisschen zu lange, also machen wir es doch nicht. Wir nehmen diese hier. Und bauen es zu. Und damit haben wir ein Loch in der Wand. Perfekt. So. Okidoki. Hier oben, Hälfte könnte man hier machen. Hälfte so. Das könnte man auch machen. Aber, ich weiß noch nicht. Erstmal machen wir, Katze geht sehr gut. Das ist sehr schön. Ja, wunderbar, wenn es dir gut geht. So, gut. Machen wir das so. Dann kommen hier auf den Stein, auf dem Glas sowieso noch diese Carpenter-Blöcke hin. Aber richtig rum, bitte. Danke. Habe ich das ja eigentlich auch auf dem Glas gemacht oder habe ich das über dem Glas? Ich habe es auf dem Glas gemacht. Sind die überhaupt gleich jetzt? Moment, das sollten ja schon gleiche Fenster sein. 1, 2, 3, 4er Höhe. Sind die auch in der 4er Höhe? 1, 2, 3, 4er Höhe. Perfekto, Matico. So muss das sein. Alles klar. Okay. Okay, 16 Minuten. Gut, ich werde jetzt noch hier. Moment, das dauert jetzt zu lange. Habe ich hier diese genommen? Ja, habe ich. Auch für, zumindest als ja Umrundung, aber am Fenster habe ich noch eine andere genommen. Einen schmaleren genommen, alles klar. Dann machen wir jetzt noch diese Umrandung hier um das Fenster und dann beende ich den Part und dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr eventuell, falls euch dieser Part gefallen hat, eine Bewertung da lässt. Das ist nämlich, ja, wäre nett. Sagen wir es mal so, es wäre nett. Weil als YouTuber ist es auf jeden Fall etwas, was einen immer sehr erfreut, wenn man sowas sieht. Das könnten wir noch machen, das könnten wir auf der anderen Seite auch noch machen. Das gefällt mir ganz gut. So, nein. Geh wieder runter. So, perfekt. So, alles klar. Okay, Leute, dann beende ich den Part jetzt hier. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich wieder. Also, haut rein. Tschüss.